Ein Fußballspiel im Borussia-Park. Das bedeutet geballte Fußballbegeisterung für zehntausende Fans von Heim- und Auswärtsmannschaft. Die Vorbereitung auf ein Bundesliga-Wochenende bezieht sich aber nicht nur auf den sportlichen Teil, sondern auch das Stadion selbst muss gerüstet sein für den großen Auftritt. Das bedeutet vor allem Sauberkeit. Zuständig dafür sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EGN, Entsorgungsgesellschaft Niederrhein. Die EGN ist bereits seit der Bauphase des Stadions der Entsorgungspartner im Borussia-Park und seit dieser Saison auch der Partner für die Gebäudereinigung. Bereits 3 Tage vor den Spielen sind 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit beschäftigt, die Anlage auf Vordermann zu bringen. Das beginnt mit der Business Lounge und den insgesamt 45 Logen. Dort wird der Boden gewienert, Theken, Buffets, Tische und Stühle gereinigt, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich mit seinen 2400 Sitzplätzen. Außerdem werden insgesamt 2300 Quadratmeter Glasfläche von Fenstern und Türen geputzt. Am Spieltag selbst ist dann zwar zunächst alles sauber, doch der Fußballfan lässt außer seinen Emotionen natürlich auch andere Spuren im Stadion zurück. Jede Menge Abfall. Vom Pappbecher und dem Papptablett für die Bierbecher bis zur Pommesschalen, Snackverpackungen oder Zuckertütchen sammelt sich alles in den Abfalleimern oder daneben. Tausende Biermanschetten oder Konfetti fliegen zu Spielbeginn und bei einem Tor der Borussia durch die Luft. Um diesen Abfallstrom im Zaum zu halten, sind pro Spieltag 25 Angestellte der EGN vor Ort. Diese leeren die 101 Abfallbehälter aus, die sich in den Gängen befinden, und halten zudem die mehr als 100 Toilettenanlagen sauber. Auch wenn die meisten Zuschauer zumindest versuchen, die Mülleimer zu nutzen, landen Papier, Plastik und Getränkebecher oft auch in den Fankurven. Diese Überreste werden nach den Spielen mit Blasgeräten heruntergeblasen, zusammengekehrt und in Abfallsäcken verstaut. So ist zwischen den 34.000 Sitzplätzen bald alles wieder picobello. Dasselbe gilt für die Gästekabine, den Spielertunnel und die Mixzone sowie für die Getränke- und Würstchenbuden hinter den Rängen. Alles in allem fallen auf dem über 200.000 Quadratmeter großen Gelände bei ausverkauftem Stadion bis zu 6 Tonnen Müll an. Das bedeutet eine logistische Leistung der Superlative. Mit 2 kleinen und einer großen Kehrmaschine sorgt die EGN im äußeren Stadionrund und auf den befestigten Parkflächen für die Reinigung. Der in 40 kleinen Abfalltonnen und 50 großen Umleerbehältern gesammelte Unrat wird nach jedem Spiel von Pressmüllwagen abgeholt. In speziellen Presscontainern wird Papier und Folie komprimiert, aufgeladen und zu guter Letzt in die Sortieranlagen der EGN gefahren. Dann erstrahlt der Borussia-Park wieder in vollem Glanz und der nächste Spieltag kann kommen. Als Entsorgungspartner bietet die EGN ihren Kunden aus Gewerbe und Industrie, aber auch Privatkunden, das komplette Leistungsspektrum. Abfallsammlung, Abfallverwertung und Abfallbeseitigung für alle Abfallarten. Dazu kommt die Veranstaltungsentsorgung, mobile Sanitäreinrichtungen und die Kanalreinigung und Kanalinspektion.